Ja, hallo liebe Fans und Unterstützer, hier sind die Jungs von Cytotoxin. Wir wollen uns auf diesem Wege bei euch bedanken für die tolle Unterstützung im Jahr 2022. Es war natürlich besonders spannend dieses Jahr, dass wir unsere erste Headliner-Tour gemacht haben, gerade nach dieser Pause. Und auch dafür nochmal riesengroßes Dankeschön an eure Unterstützung. Das war einfach fantastisch, mit euch wieder zu begegnen und diese schönen Abende zu haben. Und das war ja ein ziemlich guter Start in dieses Jahr für uns. Wir haben mal unsere ganz persönlichen Highlights zusammengeschnitten in dem Video. Also viel Spaß damit. Lasst nochmal das Jahr gemeinsam mit uns Revue passieren. Und ja, was das nächste Jahr angeht, haben wir ein paar Sachen vor. Ja, also bleibt uns weiter gewogen, bleibt am Ball. Allzeit gute Fahrt und bis bald. Das erste Festival dann war ja so ein bisschen eine spontane Aktion des Chronic Moschers, da sind wir ja so reingerutscht. Dann Gerd Krützer nochmal. Krützer, vielen Dank. Was haben wir uns gedacht hat. Das war eine ziemlich fette Geschichte dort. Also hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und das ist die Sack Moschers! Dankeschön! Warum hast du keine Maske aufgemacht? Danach ging es los, dann ging es nach Spanien. Auch das war eine schöne Sache. Dann müssen wir den Flieger fliegen nach Spanien. Da wurde sich nämlich auch so eine Betonung gewünscht. Ein paar Sekunden später. Das Ding ein bisschen kritisch. Ja, ich glaube, der wird die Schuhe anlassen hier in dem Moment. Secretos. Die Frage ist, Vidi, warum warst du der Einzige, der mit dem Wasser war, nagisch? Weil ich Angst vor Wasser habe. Einer muss ja auch filmen. Stimmt, einer muss ja auch filmen. Genau. Schnitt. Steine.
Show, das ARC-Festival und dann ein Auftritt mit Dying Fetus. Da war der Vidi leider nicht dabei, das war sehr, sehr schade. Der hat immer noch gefilmt. Der hat immer noch in Spanien vergessen. Ja, wir kommen gleich raus aus dem Wasser. Ja. Ich stieg so mal geschwommen. Komm, ich mal hier mit rein? Ja, bitte. Ja, ja. Oder was? Euch. Ist man eine kleine Rettungswache gefahren? Aber das ARC-Festival war eigentlich an sich cool, weil da waren Bands aus ganz anderen Genres, die aber uns kannten und uns absolut abgefeiert haben. Grüße an die Jungs von Stellchen. Ich wollte keine Namen sagen. Stellchen. Grüße gehen raus, war cool mit euch. Giving the lesson and who's receiving the lesson? We are both receiving. Giving and receiving. Oh. Genau. Das war cool.
nennst, ja. War in konstanter Krach, ohne Pause. Also mitten in der Stadt, eigentlich dort. Und für die Zuschauer auf jeden Fall ordentliches Geballer. Nach jeder Band musst du einmal den Kopf 90 Grad drehen, hast die nächste Band. Also das war schon ein ganz schönes Gemetzel. Aber das hat auf jeden Fall riesig Spaß gemacht. Also ich fand das Stonehenge. Wir hatten ja schon mal einen Auftritt dort. Ja. Da in einem Sturm dann unterging. Also Sturmmensch. Sturm, ja. Ich hab's erst mal. Ja, aber war ziemlich fett. Cool. Fertig. So Barbershop hier. Sesam, sing to the world. Sesam, öffne dich. Das wäre geil, wenn die Reiswaffel hält oder ordentlich. Wasted. Nett, was? Obwohl, ist egal. Ich will Strom produzieren, ganz richtig. Ja. Partisan. Jungs. Das war sehr cool, ja. Ja. Ich denke, es war auch cool, dass wir da im Zelt gespielt haben. Das war proppevoll, cooler Sound vorne raus auf jeden Fall. Und eine geile Party von Beginn an, also beim Opener schon dort in Circle Pit. Beim Soundcheck, ne, war ja schon. Ja. Nee, es war gut. Navigiere zu Partisan Schlotheim.
Open Air. Wie sie quatschen. Ich wette, die reden einfach nur drüber, welche Farben ihnen gefallen. Persönliches Highlight, das habe ich auch kundgetan vor Ort. Das war schon ziemlich bewegend auch. 2004 was my personal first Partisan. I was one of you. Now 18 years later, I'm on the stage with my man. Can please have the crowd support and never stop your dreams. Thank you for your support for years. Partisan, fette Nummer, gerne wieder. Ja. Summer Breeze insgesamt war ja eine mega Geschichte. Also allein dort zu sein, jetzt nicht bloß auf der Bühne, sondern auch neben der Bühne, das einfach mal dann auch zu erleben, das Ganze. Wir haben auch dann unsere Freunde von den Electric Callboy mal ein bisschen supportet, genau. Dass da mal ein bisschen was wird. Haben denen mal ein bisschen Mut zugesprochen, dass sie nicht so viel Angst haben vor so vielen Leuten. Genau, das schneide ich rein. Gestern noch im Trocken, der am Himmel weiße Streifen, wer war von euch noch verweisen? Ja, die Erde! Lass mal hier bei den Süßigkeiten gucken. Oh. Ah ja, so süß genug. Ich denk. Ach. Oh, es schmeckt schon wieder wie Samstag. Da. Der Willi sucht wieder irgendwelche Pokémon in dem Gerät. War schon sehr fett. Also der Club an sich ist schon sehr schön. Wir haben dort ja schon mal gespielt mit Psycho. Es war schon eine ziemlich geile Clubshow. Leute hatten Bock drauf, war auch gut was los. Hat auf jeden Fall Spaß und Sinn gemacht dort. Immer sehr angenehm dort in der Seine. Ja. Jetzt steht es dort. Hi. Gut, geht.
Schön, erstmal Livestream hier. Ja. Livestream, das glaube ich doch nicht. Real Men. On the Network. Eine Bühne, andere Bühne hin und her geswitcht und wir haben direkt vorne gespielt und es war cool, was da auch an Stimmung los war in diesem Tunnel, sage ich mal. Geile Show, coole Leute. Ja, Nail, ne? Total beeindruckend, auch wie dein Feed ist, so, ne? die älteren Herren ja mittlerweile. Ja. Also, so will ich auch mal spielen, wenn wir mal alt sind. Zeit wird's. Sehen wir uns hoffentlich sehr bald wieder und bis dahin sportfrei, lasst es euch gut gehen und macht's gut. Da hinten sieht man drin, oder? Doch, doch. Ruhig halten.
Hallo, liebe Fans. Gut, das reicht eigentlich schon. Ich kann nicht alles rausschneiden. Dort am Krankenhaus. Das habe ich schon wieder vergessen. Sind detailliert. Das ist gut, dann lassen wir es raus. Und wir haben dort eigentlich. Das war falsch. Also, ihr wisst schon, wie ich es nehme. Die. Schnitt. Aber nee. Warte mal, ich hab gar nichts mehr auf Augen. Ne? Oh, nee, das ist ja nicht.